Würden mich die Krisen verfolgen, denn der Sommerregen riecht nicht mehr so wie er sollte. Mann, egal wie gut es sich, ich hab's gegen gestolpert. Die Sonnenstrahlen verziehen sich hinter den Wolken. Fühlt sich schon, als würden mich die Krisen verfolgen. Diese Servus. Wieder zurück zum 11. Vogelperspektiven-Dopcast. Nummer 11, genau. Nummer 11. Ich weiß gerade auf Spanisch sagen, ich kann es nicht. Unos. Ja. Safe nicht. Elf, Nummer 11. Was kannst du noch für Sprachen? Sprachen? Boah. 11? 11, ja. Was fällt dir noch ein? Keine Ahnung, sonst glaube ich, also von 11, keine Ahnung. Okay. Ja, aber 1, 2, 3 kriegt man bei vielen hin. Bei wie vielen kriegst du es hin? Sag mal auf, zähl mal auf, Alter. Boah, wir sind hier direkt drin, Alter. Mit irgendwelchen Gedächtnisaufgaben. Ja, auf Französisch heißt es. Okay, gehen wir es durch. A de trois. A de trois. Mhm. Ja, das wüsste ich auch noch. Italienisch weiß ich nicht. Okay, warte ganz kurz nochmal, um es abzudecken. Spanisch weißt du? Nee, sag mal. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ja. Okay, ist bekannt. Ja. Aber Italienisch habe ich jetzt ganz nett nachgedacht. Oh. Irgendwas mit Cintre, irgendwie sowas. Oder? Ach, ich weiß nicht. Also, okay, aber. Ich kenne es auf jeden Fall, aber ich weiß es gerade nicht, glaube ich. Ich kann noch Russisch. Adin, tva, tri. Aha. Ich glaube. Polnisch, jeden, jedwa und nee, das lassen wir nicht sehen, da weiß ich es nicht mehr genau. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein? Ich bin voll am Überlegen gerade, aber ich glaube nicht, nee. Und man scheiß mal eigentlich drauf. So, nee, scheiß mal nee, drauf. Alter, das war ja voll lustig. Ich hab selber voll lang nicht drüber nachgedacht, Alter. Französisch, Italienisch, Türkisch? Nee. Mhm. Doch, Birkiütsch, kann das sein? Oh, das weiß ich nicht, Bro. Birkiütsch, glaube ich. vielleicht heißt es was ganz anderes, aber ich weiß, dass das Zahlen sind, also ich hoffe, dass ich das weiß. Aber was für Zahlen weiß ich jetzt nicht, ob das 1, 2, 3 ist. Okay. Fuck off, ich soll das wirklich zahlen. Ja, dann gehen wir hier ganz international, steigen wir hier in die 11. Folge von unserem Vogelperspektiven-Podcast rein. Cooles Intro. Ja, will ich schon sagen. Mal was anderes. Ja. Ja, Bruder, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut soweit. Start einfach rein. Sehr geil. Wir haben heute ein Thema. Und zwar wollen wir heute über ein Musikalbum reden. Und zwar von Oji Kimo, Mann beißt Hund. Wir sind zwar vielleicht ein bisschen spät dran, weil das halt jetzt doch schon fast ein Jahr alt ist. Ja, jetzt wird es bald ein Jahr. Ja, im Januar wird es ein Januar Jahr. Also kurz vor deinem Geburtstag, glaube ich, ist rausgekommen. Oder kurz nach deinem Geburtstag, gell? Ich weiß, vor meinem Geburtstag. Vor deinem Geburtstag? 8. oder 11. irgendwie sowas. Okay. Irgendwie sowas, ja. Okay. Auf jeden Fall finden wir, dass wir auf jeden Fall eine Folge über dieses Album machen müssen. Haben wir auch schon öfters beredet, weil das nämlich, ja, das ist einfach eine Folge wert. Nur mal über dieses Album zu reden, finde ich, weil es halt einfach, ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber für mich das beste Album, was ich, also schon das, vielleicht ist es das beste Musikalbum, aber auf jeden Fall das beste Deutschrap-Album, was ich jemals gehört habe. Oder das beste Hip-Hop-Album. Einer davon. Okay. Nicht das beste Hip-Hop-Album, aber auf jeden Fall im deutschen Raum. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass es in einer sehr, sehr wichtigen Zeit von mir, wo sich viel geändert hat, es das erste Album war, was ich mit anderen Augen angeschaut hat oder angehört habe. Und und ich finde, das hat schon viel gemacht. Es hat schon musikalisch mir die Augen mehr geöffnet, was man mit Musik machen kann. Ja, safe. Das definitiv. Und ja, Bro, ich starte einfach mal, wie ich zu diesem Album gekommen bin, weil so fängt es ja eigentlich an. Hab ich dir das gezeigt? Nee, gezeigt nicht. Du hast mir Oji Kimo gezeigt. Ja, aber an das Album. Zeit, wo es rausgekommen ist, hast du ihn auch schon gefeiert. Okay. Ich wusste ja, ich war auf dem Release, ich habe es mir auch gleich angehört, wo es dann rausgekommen ist. Genau. Okay, dann so zu meiner Geschichte. Also, ich bin halt Deutschrap-Fan, natürlich. Lass uns noch ganz kurz, bevor du deine Geschichte erzählst, lass uns noch kurz sagen, das Album ist, wie gesagt, von Oji Kimo, produziert von Funkvater Frank. Dicke Props auch, allein an diese Arbeit schon von ihm. Und ich weiß gerade gar nicht, ist das sein zweites oder drittes Album? Ich glaube, dritte.
zweites? Album zweites? Alles andere waren Mixtapes und EPs. Okay, okay. Ja, genau. Und es geht dann im Album halt quasi, soll ich ein bisschen verraten, was es geht, bevor du... Aber Bro, da kommen wir, glaube ich, dazu. Oder willst du mit das jetzt, im Allgemeinen der, erzählen? Nee, Bro, da kommen wir mit der Geschichte, glaube ich, einfach dazu. Okay. Ich wollte einfach bloß den Anfang machen, weil es bei mir so war, dass ich... ich hole ein bisschen länger aus. Also, ich bin deutscher Fan. Schon einfach, ich bin damit aufgewachsen und so wächst man einfach auch auf in dem Alter und in dem Jahrgang auch. Ich stimme währenddessen eine Zigarette, gell? Ja, voll. Willst du keinen Joint? Nein, Bruder, aber okay. Ja, war halt aber bei Album kaufen und sowas, da bin ich halt dann doch wieder eine andere Generation. Dann kamen wir halt doch eher noch in die Streams. Am Anfang vielleicht noch in, wo wir kleiner waren, so 9 bis 12 oder 13, so hätte man noch so mehr CDs kaufen können. Ja. Aber dann fing es schon an mit den Streams und mit den illegalen Downloads und den ganzen Scheißdeck. Ganz kurz, Bro, haben wir keine Filter und Papes? Nein, Bro, das habe ich dir schon gesagt. Achso, haben wir nichts für Zigaretten. Das habe ich vergessen, nicht zu sagen. Ja, dann rauche ich keine. Passt dann. Nur CBD, gell? Wir müssen es dir jetzt mal wieder sagen, weil es ist wirklich täuschend echt. Ja. Ich habe deswegen halt nicht wirklich viele Alben zu Hause gehabt und bin mit Alben kaufen immer nicht so, ja, wollte ich nicht so. Also weil bei mir, ich habe keine große Anlage, also ich habe schon eine große Anlage, aber die kann ich mit Bluetooth verbinden. Also so wird die halt am meisten benutzt und habe halt nie den Zweck in diesen CDs gefunden. Dann habe ich aber mal... mal so ein Dreierpack von meiner Ex-Freundin damals mit 14, so habe ich 187 Alben drei bekommen. So Obststand, Heimat Nummer 2 und Ebbe und Flut. Ja, okay. Das weiß ich noch. Aber das war cool. Also, keine Ahnung. Es war halt aber nie so, ja, Mann, das muss ich jetzt sammeln. Ja, oder ich brauche das unbedingt, um meine Musikgalerie zu erweitern. Sondern es war halt einfach nur, ja, ich habe. Keine Ahnung, ich habe die Leute auch noch unterstützt und das war es mir auch dann wert. Und ja, so war es halt dann, bis es halt dann zur ersten Box kam. Lass mich jetzt nicht lügen. War das Rolex Sash? Kann das sein? Ich glaube, das war die erste Box. Rolex Sash. Rolex Sash war die erste Box, die ich mir geholt habe. Und habe damit eigentlich voll ins Klo gegriffen. Ja, ja. Also, nee, ich muss halt dazu sagen, dass mir das Album einfach nicht so gefallen hat. Im Vergleich zu allen anderen Sachen. So, das war nicht mehr der Oleg Sesh, den man erwartet hat. Ich bin in meiner damaligen Gruppe definitiv mit Oleg Sesh aufgewachsen so, und groß geworden in diesen Zeiten. Und da war von Nuheta da bis Makadam. Im Nachhinein, mittlerweile, das ist eigentlich ganz lustig, ich schreibe selber Texte und ich denke mir ganz oft, Digga, Oleg Sesh, what the fuck? Mhm. Ist so richtig so, du hast keine Zusammenhänge bei ganz vielen Sachen, stimmt, es geht nur in den Flow und sowas. Ja, ich selber als Schreiber denke mir so, krass, das ist Oleg Sesh extrem heftig. Aber der hat voll die random Sachen einfach irgendwo. Ja, Mann. Ich glaube, wenn ich das mit meinem Mindset jetzt nochmal hören würde, ich glaube, dann würde ich es nicht so feiern. Weißt du, damals hat es halt einfach gepasst. Ich höre jetzt diese ganzen Alben immer noch und sind für mich Alltime Classics, einfach nur wegen der Zeit. Ja. So, aber wenn ich jetzt mit meinem Mindset das jetzt noch hören stimmt würde, schon eigentlich. Neu entdecken würde, ich glaube, ich würde es nicht so feiern. Dann würde es gar nicht so, wird's gar nicht diesen Effekt haben auch. Stimmt, ja. Aber lass uns bei Ich wollte bloß sagen, ich habe dann halt voll ins Klo gegriffen bei Rolex Sash, in meinen Augen. Und ja, dann, ging es halt weiter, dann kam als nächstes Album, wo ich dann halt wirklich, also ich wollte einfach bloß ausholen, damit ihr versteht, ich kaufe nicht einfach so Boxen oder ich kaufe nicht einfach jetzt Alben, sondern es sind immer schon gewählte Alben gewesen. Bei Rolex Sash war es halt ein Griff ins Klo, wie gesagt. Aber dann kam Brot und Spiele von Haze. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal gesagt habe, aber mit zwei Lieblingsrapper in Deutschrap sind Haze und OG Kimo. Ja, dann kam Brot und Spiele und ich glaube, das war einer der besten Griffe überhaupt. Brot und Spiele ist auch ein krankes Album. Und ich habe auch, genau, ich habe die Box geholt. Ja, stimmt. Da, wo die Dings dabei war, die Vinyl, oder? Genau. Ja, aber... Ja. Voll geil. Ja, von Haze habe ich auch eine Box, ich habe Tagmond. Das nächste Album. Ja, Mann. Nee, dann, da halt dann wieder so einen kleinen Pusher bekommen, dass ich mir halt doch von den richtigen Künstlern und sowas dann doch eine Box hole oder die halt damit mehr unterstütze. Ja, und auf einmal hat OG Kimo ganz, ganz weird Mumbai Stone angekündigt.
Hm. Ich weiß doch, dass es ganz, ganz so plötzlich war. Stimmt. Aus nichts so, so hat sich so angefühlt. Vielleicht zumindest mit einem Insta-Post oder sowas. Nee, das war halt einfach eine Promotion, die wo man auch so nicht irgendwie mitbekommt. Das war nee, aber ich glaube, nein, ich weiß nicht. Also, okay, vielleicht zu Geist habe ich die Promotion damals nicht mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Aber ich weiß nur noch, dass er so einen Beitrag gepostet hat auf Insta. Mhm. Das an das erinnere ich mich nochmal. Und dann gab es diese Zusammenhänge mit Malik. So weißt du, dass stimmt, es zusammenhängt. Ja. Und Regen so. Kam dann auch noch vor dem Album. Stimmt, ja. Genau, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich so, okay, scheiß drauf. Ich habe OG Kimo in der Zeit voll abgefeiert, entdeckt für mich. Und hab gesehen, dass er das halt macht und hab mir halt dann eine Box geholt. Beziehungsweise das war ein Bundle. Mhm. Also es war ein Pulli, den ich schon mal anhatte im Podcast. Und halt die CD. Mhm. Und ich weiß noch, also jetzt sagen wir mal, am 11. ist es rausgekommen. Und ich weiß noch, am 8. hatte ich das Paket zu Hause. Echt jetzt? Ja, oh, okay, geil. Mhm. Ist es oft so? Ich weiß es gar nicht bei Alben. Nee, oder ist es jetzt also eine Ausnahme? Das war auch ganz komisch. Ich habe zuerst gedacht, okay, vielleicht habe ich das durch einen Fehler jetzt schon bekommen. Mhm. Und dann hat aber OG Kimo nochmal gepostet, so, ja, an alle, die das jetzt schon haben, seid brav und tut es nicht releasen. Oh, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also vielleicht war das wirklich ein Fehler. Aha. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, ich kann mich gerade erinnern, wir sind doch mal zusammengesessen, kurz bevor das rauskam. Ja. Da hast du es ja schon gehabt und ich glaube, wir haben einfach mal im Internet geschaut, ob man es schon irgendwo anhören kann, gell? Ja. Ich glaube, da war irgendwas und ich glaube, man hat schon irgendwie, glaube ich, Vertigo oder irgendwas, glaube ich. Okay, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da, aber ich weiß noch, da war ich bei dir und wir haben, ich glaube, mit Sami haben wir nachgeschaut und ich glaube, wir haben dann sogar Vertigo. Grüß von Sami an der Stelle. Grüß an Sami. Wir haben, glaube ich, Vertigo oder, ich weiß es nicht mehr genau, bevor ich einen Scheiß erzähle, erzähl du einfach weiter. Okay. Ich weiß nur noch, dass da irgendwas so war, weil es halt da früher rauskam als eigentlich geplant. Ja, genau, und so war es halt. Genau. Ja. Und ich war damals noch in meiner Ausbildung. Und ja, bin nach Hause gekommen und das weiß ich noch, das war glaube ich Spätschicht, also nicht eine krasse Spätschicht, aber um 6 Uhr am Abend war ich halt zu Hause und es war halt schon dunkel, Winterzeit. Und ich weiß noch, dass ich nichts zu tun hatte. Also ich habe mit niemandem was ausgemacht, niemand hatte Zeit oder vielleicht was mit dir was gemacht und du kamst später oder irgendwie so ein Scheißdreck. Aber ich weiß noch, ich bin heimgekommen, ich habe meinen Feierabend-Joint geraucht und ich habe mich das erste Mal für ein Album nur hingehockt, meine Box angemacht, CD reingeschoben und es einfach auf mich wirken lassen. Geil. Und das ganze Album durch? Das ganze Album durch. Geil, Alter, geil. Und wer das Album schon gehört hat, der kann sich vielleicht vorstellen, dass es wahrscheinlich eines der besten Alben ist. Safe. Für das erste Album, was du so durchhörst. Weil es zieht dich in einen Film rein, den man erstmal null versteht. Ja, beim ersten Mal hören, ersten denkst Mal du hören, dir, Alter, ja. Was will er von mir? Ja, ja, ja. Aber Junge, dieser Effekt, der dann noch kommt, es ist, man muss es sich wie einen Film eigentlich vorstellen. Es ist eigentlich ein Film, der dir einfach so krank ins Hirn reingepresst wird, dass bei mir auf jeden Fall so war, dass ich dann das erste Lied anfange. Es geht um Kimo, um Karim, der kommt in die neue Stadt und trifft dann Malik, der wo ihm eine Zigarette gibt und dann treffen sie noch Yasha, weißt schon. Hm. Und es ist im ersten Song ein Anfang genau wie ein Film. Es gibt keine Hook, es ist nur ein Storyteller, der null gesungen ist, sondern wirklich mehr geredet als gerappt. Safe. Auch ein bisschen. Das kommt auch so, voll so rüber. Voll, also, safe. Ist so. Es werden erstmal die Fronten geklärt. Okay, Karim, er ist in einer neuen Stadt. Er trifft jetzt seine Kumpels. Das ist so schwammig erklärt. Weißt du, ich meine, du musst das ja erst verstehen, dass er die Perspektiven wechselt, finde ich. Ja, ja, aber ich rede jetzt vom ersten Song. Mhm. Er kommt da an, weißt du, und man denkt sich, okay, es wird ja genau das erleben. Zweiter Song, glaube ich, kommt Civic, ja. Oder? Das ist der zweite Song, ja. Da wo sie dann in dem Auto sitzen und ja, reden, bla 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 bla, weißt du schon, es geht um die Sachen, die sie dann machen und so weiter. Und dann kommt aber auf einmal ein Skit und dann kommt Malik. Und das ist das, was du erzählst. Ja. Auf einmal denkt man sich, hä? Genau. Aus was für einer Perspektive redet der? Ja. Und das ist das, was mich dann richtig geil auf das Album gemacht hat, weil es dann einfach nämlich dann diesen Effekt für mich hat, okay,
jetzt erfahre ich diese Seite, weißt du? Mhm. Ich habe jetzt diese Freundesgruppe und ich will jetzt sehen, was noch passiert, was vielleicht noch von einem anderen Typen kommt, weißt du? Und dann habe ich mich auch genauso wie du hingesetzt und habe es mir mit Kopfhörern reingezogen. Mhm. Und alter Falter, es ist ein krankes Meisterwerk. Es ist ein Film. Voll krass. Und auf jeden Fall auch ein Meisterwerk, ja. Oh ja. Das ist echt krass, weil ich habe beim ersten Mal durchhören dann wirklich gedacht, weil ich auch da schon geschrieben habe und darauf geschaut habe, wie man Reime setzt, was man sagt und sowas, da hat mich das schon so geflasht. Mhm. Weil die Vergleiche, die Reimketten. Das rundet jetzt nochmal alles richtig geil ab. Ja, dass dieser Skill bei diesen Dings schon so safe, krank dabei ist. Safe. Aber ich habe mir echt gedacht, Digga, ich weiß nicht, ob das Leute hören werden. Weißt du, was ich meine? Es ist nichts, was direkt ins Ohr geht für deinen Rhythmus. Mhm. Es ist nichts, was sich jetzt vielleicht im ersten Moment angenehm anhört. Aber man muss diese Art von seiner Musik verstehen, weißt du? Mann beißt Hund, habe ich immer auch schon gesagt, wenn ich da wirklich diese deepen Songs höre, dann muss ich mir das ganze Album reinziehen. Ich hatte, nachdem es rausgekommen ist, hatte ich immer wieder diese Zeit, wo ich nicht einen Song davon angehört habe, sondern mir das ganze Album in der Arbeit oder so reingezogen habe. Weißt du? Und dann wieder komplett studiert, weil es wie ein Film ist. Weißt du, da willst du auch nicht auf einmal diesen Part sehen, obwohl du den Anfang verpasst hast. Stimmt schon. Weißt du, wie ich meine? Stimmt schon, aber da muss ich halt sagen, dass es auf der anderen Seite halt doch funktioniert. Also, dass wirklich diese Songs dann doch eigenständig stehen können. Bloß das kam am Anfang nicht so rüber. Ja, ich weiß noch, ich habe damals mit Sanja geredet und er meinte, er feiert es nicht so. Mhm. Also er hat sich auch durchgehört und sowas. Er sagt, ja, ist schon echt krass lyrisch und so, aber er redet zu viel, weißt du? Ja. Und wie gesagt, das habe ich mir halt auch schon beim ersten Mal gedacht, ich feiere es richtig, weil ich mir voll da rein fokussieren kann und Texte, wie gesagt. Aber für die große Masse wird es halt ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt aber anschaust, so Banger wie Civic, Big Boy, dann aber auch Regen, Vertigo, Petrichor, das sind Sachen, die haben trotzdem Klicks genügend gemacht und sind sentimental und melancholisch und so. Safe. Also es ist tatsächlich alles übergreifend, es hat definitiv noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, klar. Aber es hat hoffentlich ihm, wie heißt das? Die Miete bezahlt und den ganzen Scheiß. Ja, glaube ich. Er hat ja auch gesagt, Alter. Also so ist ja nicht. Wo sind die bei Chimperator, oder? Funkvater Frank, genau. Was ich auch krass an diesem Album finde, es gibt so unglaublich viele Sachen, die im Internet online aufgestellt werden, so Fakten, wo man sich denkt, hat der wirklich das damit gemeint? Ja, zum Beispiel, was ich immer ganz krass gefunden habe und wirklich sehr interessant, wo er sogar mal in einem Interview darüber geredet hat, Mann beißt Hund, also die Anfangsbuchstaben, MBH. Mannheim, Bayreuth und Heidelberg. Okay. Da, wo er herkommt und auch gelebt hat. Und auch das ganze Album davon handelt. In diesen Städten geht es in dem Album, weißt du? Und das ist zwar wahrscheinlich, er hat selber drauf gesagt, das lasse ich jetzt mal einfach so stehen, und hat gelacht. Also man kann sich... Und das hat davor noch kein Album für mich so gemacht. Ja, weißt du? Aber welche Theorie ich noch geiler finde, ist die Theorie, dass Yasha, Karim und sagen wir den letzten. Malik, genau. Das einfach heißt nicht Malik, es heißt Malik. dass die drei einfach nur unterschiedliche Lebensetappen von Kimo waren. Weißt du, ich meine, dass es gar nicht zwei unterschiedliche Freunde waren, sondern dass einfach nur Lebensabschnitte sind und Arten, wie Kimo drauf war und gedacht hat. Habe ich auch schon mal gehört. So, ja. Aber genau das meine ich, das ist für mich noch interessanter, wo ich mir denke, Digga, krass. Erstens, dass man sich das über ein Album denken kann. Und zweitens, genau. Was hat er sich gedacht? Weißt du, das ist genau das, was ich immer geil gefunden habe in dieser Anfangszeit von Mann beißt Hund, wo es rausgekommen ist, Alter. Meint, wenn er das damit meint, wow, wie krass wäre das, gell? Und vor allem ist dieser, ich habe zwar diesen Film nicht gesehen, aber was ich schon oft gehört habe und oft schon auch diesen Vibe irgendwie gespürt habe, es ist auch ein krasser Vibe von Lahain. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Also ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus, aber Lahain, würde ich sagen. Dieser französische Film. Ja, und den habe ich aber gesehen, und das ist... Hat den gleichen Vibe. Ja, sehr, sehr, sehr. Ich habe nämlich viel schon davon gehört, dass das extrem darauf angelegt ist. Also bringt dich schon irgendwie in so ein
also hat schon sehr Ähnlichkeiten. Mhm. Vor allem auch, weil die Videos, lass mich nicht lügen, Regen ist farbig, aber Malik ist schwarz-weiß, Töle ist schwarz-weiß. Oh ja, Töle. Was ist noch schwarz-weiß? Vögel? Ist das schwarz-weiß? Das ist kein Video. Gibt's da kein... Stimmt, das war... Ich hab's gerade verwechselt. Töle war das, wo er... Ja, genau, wo es schneit und so, stimmt. Aber was ist denn noch Video gewesen? Gab's dann überhaupt noch ein Video? Ich glaube nicht. Nicht, gell? Ich glaube nicht. Das zum Schluss mit Quam? War da aber das war auf dem anderen. Blanco. Ist da auch noch auf Blanco ist drauf. Nee, Blanco ist auch schwarz-weiß, ja. 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 Stimmt, ja. Also The Lion ist auch in schwarz-weiß, also das ist dann klar darauf angelehnt. Ja, es ist einfach wirklich universell für jeden, der Hip-Hop feiert, muss. Für jeden, der Lyrik feiert, ein Muss. Für jeden, der mal Abwechslung haben will von einem Film, ein Muss. Wer, weiß ich nicht, alle, hört alle dieses scheiß Album, ich hör's. Safe. Das ist krass. Wenn ihr eine andere Art von Musik hören wollt, die wo man so noch nicht mitbekommen hat, wie man, wenn man ein Otto-Normalverbraucher ist, wenn es um Musik hören geht, dann ist das, was ihr sucht. Ja. Das ist unglaublich heftig. Also wie gesagt, für mich ist das beste deutsche Album. Ja, ich müsste mich länger damit befassen, um da wirklich den einzig wahren rausfiltern zu können, aber definitiv Top 5 mindestens. Ja, ganz mindestens. Ja, Mann. Aber keine Ahnung. Das ist halt jetzt einfach eine Empfehlung für alle draußen. So hätten wir es jetzt fürs erste Mal erklärt. Oder hast du noch was zum Thema zu sagen? Ja, also was ich noch sagen wollte über das Album oder eigentlich vielmehr über OG Kimo im Allgemeinen. Davor war ja sein, ich glaube, doch, das war sein erstes Album, Geist. Ja. Genau. Das war sein erstes Album. Da war es noch... Es war schon etwas auf diesem OG Kimo, aber es war noch eher dieses Gruselige, weißt du, dieses Mysteriöse. Aber dass er sich dann, zum Beispiel das Intro, bevor Nebel kommt, so da spricht er einfach, also wir reden jetzt von Geist, da spricht er einfach nur so durchs Handy quasi und sagt so, ja, da war ein Geist, 15 Meter groß. Ich habe das erste Mal gehört und hatte Gänsehaut. Ja, aber yes, Gänsehaut. Gänsehaut. What the fuck? Ja, du weißt ja, was ich meine. Auf jeden Fall, das fand ich schon überkrass. Mhm. Und ich dachte, dass man sowas vielleicht nicht mehr toppen kann. Aber dann mit Mann beißt Hund anzukommen und das Ganze nochmal mitzunehmen, aber auf ein neues Level zu setzen, können nur ganz wenige. Safe. Und das ist auch, also wenn überhaupt irgendjemand das mal schafft, weißt. Ja. Und auch deswegen ist es für mich das beste Album. So, weil, Alter, diesen Film noch weiter auszubauen und so einen Vibe daraus zu machen. Ja. Ich habe mir viele Sachen davon angeschaut und Funkvater Frank und OG Kimo in Interviews zugeschaut und die meinten, dass das ein richtiges Kopfig-Album war. Ja, glaube ich, wirklich, Alter. Was da, glaube ich, an Arbeit und alles drin war, weil er macht ja auch die Beats selber auf dem MPC. Unglaublich, dass man sowas produziert. Definitiv. Also die Beats, das ist auch nochmal. Voll. Was Frankie da. Das ist next level. Das ist wirklich heftig. Ja. Funkvater Frank, heftig. Kranker Typ. Kranker Typ. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, hast du das gesagt? Also ich habe definitiv gesagt, dass ich ein Beat von Frankie will. Von deutschen Producing. Aber wenn du dir einen aussuchen könntest. Wenn ich mir einen aussuchen könnte. Dann von Frankie? Von Funkvater Frank. Geil, ja. Mann. Geil. Wer wär's bei dir? Boah. Ich glaube, ich muss auch Frankie nehmen, Alter. Ich glaube. Ja, doch, muss ich, glaube ich, schon Frankie nehmen. Okay. Das ist einfach. Ich könnte mir meinen Hip-Hop halt auch voll so vorstellen, weißt du? Also nicht so auf den, nicht so auf OG Kimo, sondern mein Vibe auf diesen Beats könnte ich mir sehr gut vorstellen, weißt du? Das, glaube ich, hätte schon was. Die Art, wie er samplet. Ja, aber und wo genau. Das Sample raushört. Dieses verliebte Hip-Hop sein. Ja, Mann. Das ist, Alter, ich liebe es wirklich. Ja, auf jeden Fall. Auch eine Empfehlung, also wirklich nochmal zu Geist zurück. Definitiv. Das ist auch ein Film auf seine Art.
Es ist, ja. ich liebe es, wenn mich ein Album in den Band zieht und wenn die, wenn die Zusammenhänge rauszuhören sind. Ja. Also ich meine, dass du dir denkst, okay, der hat das, den Titel nicht dahin gesetzt, einfach so. Also ich meine, hat sich was dabei gedacht. Safe, ja. Und ja, da ist Geist auf Geist und so viele Banger drauf, Mann. Stimmt. Ich schwöre. Daimajin. Daimajin ist mein. Oh mein Gott, das habe ich so tot gehört, auch in dieser Zeit. Alter, mir geht's. Wir können jetzt Tausende einfahren. Ja. Ich habe gerade voll den Hänger. Ich müsste Siedlung war drauf. Siedlung, oh mein Gott. Interlude. Oh mein Gott. Ja, Digga, es sind alle Songs auch krass eigentlich, oder? Ja, einfach, bevor wir jetzt die ganze Folge heute Kimo machen. Nochmal einfach eine Empfehlung. Oh ja. Schaut euch einfach oder schaut euch mal sein Spotify-Dings an. Fangst du mit Mambay Stone an. Ja. Oder wie auch immer. Aber die meisten haben es wahrscheinlich je gehört, aber wenn ja, nicht, dann macht es eure Hausaufgaben. Definitiv. Ja, Bro. Wie weit sind wir schon? Wie viel haben wir? Wir sind bei 25 Minuten. Okay. Ich würde an der Stelle sagen, wir machen kurz einen Cut und sehen uns gleich nochmal. So, wir sind wieder back. So, da la. Und ja, wie schaut's aus? Ja, also wir haben ja davor über Mambay Stone geredet. Ja. Und jetzt würde mich einfach mal so interessieren, wir haben ja gesagt, es gehört zu den Top 5 Alben so in Deutschrap. Was sind noch so deine Favorites? So diese All-Time-Dinger, die wo nicht, keine Empfehlungen, sondern die wo persönlich sind. Okay. Wir reden jetzt nur von Alben. Jetzt pass auf. Ich habe das immer so gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe YouTube Premium. Ich bin überzeugt davon. Überzeugter YouTube Premium-Nutzer. Bitte sponsert mich. Aber ich habe es immer so gemacht, dass ich mir bestimmte Alben immer schon mal runterlade, weil ich weiß, dass ich die immer anhören werde. Bisschen was ist veraltet. So, naja, nicht nur ein bisschen was. Also es ist schon vieles veraltet, weil es halt sehr viel Straßenrap ist und sehr viel harter Rap und diesen Scheiß. Aber ja, ich gehe es jetzt nochmal durch. Ich habe auf jeden Fall immer runtergeladen Postmortem von Jigsaw. Okay, ja. Definitiv, also Jigsaw ist ja jetzt mittlerweile irgendwie so. Wir reden jetzt nur von Deutschrap, gell? Ja, nur von Deutschrap. Okay. Jigsaw ist ja mittlerweile irgendwie so, ja, nicht verhasst, aber der hat auf jeden Fall nicht mehr den Hype, glaube ich, wie ich damals hatte. Ich habe nichts von dem gehört. War der nicht auf Flucht oder? Nee, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, nee, der ist in Türkei und so, macht noch Mucke. Aber ich glaube, er hat kein Album mehr. Na, EPs droppt oder so. Ich verfolge ihn auf jeden Fall leider nicht mehr so wie früher. Aber damals Postmortem, Jiggy, boah, die zwei Alben. Real Talk Infinity, das ist nirgendwo drauf, glaube ich, auf den Alben. Ich glaube, es war scheiße. Nee, Real Talk Infinity war damals, glaube ich, nur ein YouTube-Video und sowas. Da war auf Flucht unter diesem unter der Brücke. Ja, kleines Video, stimmt. Das ist richtig ein Banger. Aha. Also wirklich ein Banger. Also das sind, keine Ahnung, Jigsaw definitiv noch vertreten und werde ich auch nochmal, wenn ich mal... War der nicht bei Kollege gesagt? Ja, ja. Schon, gell? Ja. Wenn ich nochmal mein Handy kaputt mache, dann hole ich mir definitiv Postmortem nochmal runtergeladen. Ja, ich habe hier so viel Gute. Also, schau mal. Ja, okay, also wir müssen schon mit Haze starten. Also mit Haze können wir alles. Ja. Eigentlich alles. Von Karlsruher Schule bis. Alles. Vom Blues bis aufs Blues, aus dem Block bis. Ja, bis oh alles, shit. Obwohl die jetzt nur Mixtapes sind, aber Gott sei Dank habe ich ja, wie gesagt, YouTube Premium, da kann ich mal alles runterladen. Da definitiv alle Alben, die sind immer vertreten. Jetzt 18 Karat, Geld, Gold und Gras. Oh ja, da haben wir letztens auch die. Ja, Mann. Okay, also man hört ein bisschen raus. Ich höre einfach diesen harten Deutschrap. Beziehungsweise den habe ich ganz weit oben angesetzt, weil ich den einfach am meisten gehört habe, vor allem in dieser Zeit. Ich weiß nicht. Hier sind noch, ich mache jetzt ein paar kleine Shoutouts für Alben, die ihr auf jeden Fall unbedingt anhören müsst, wenn ihr Deutschrap
feiert oder diesen neuen Style und sowas. Super 1 ist ein richtig guter Release von Musto. Ist ein richtig rundes Album geworden. Bumsen von Sio. Ah ja, geil. Klassiker, Alter, muss man angehört Same. Haben. Ja, Kuku Bra von Kapital eher nicht. Eher noch Makarov Komplex, definitiv. Vergesst Kuku Bra. Tech von Omar. Das ist eher noch neuer, aber Tech war mit nicht willkommen. Also das sind sehr, sehr, sehr solide Alben. Omar, ganz, ganz unterschätzt. Richtig, richtig krasser Rap. Auch lyrisch. Ja. Lyrisch, flowtechnisch, leck mir die Eier, Alter. Ja. Boah, stimmt schon. Richtig krass. Also der ist wirklich underrated, wenn man vielleicht denkt, ah, dieser Asi-Ticker-Rapper und so ein Scheiß. Aber... Ja, der hat schon Skills. Skills, Bro. Skills as fuck, man. Ja. Boah, Hashtags von Hoodplug. Sehr solides Album auch noch gewesen. Lebes oder Lass es 2 von Marco. Lebes oder Lass es 2. Ach, what the fuck. Ja, Lebes, das ist ein Song, Bro. Ja, stimmt. Aber nee, das ist schon ein stabiles Album gewesen. Ah ja, das hab ich auch nicht zu spät gehört. Es gibt 2, 3, 4 Songs, die mir nicht so gefallen, aber im Großen und Ganzen habe ich es schon immer gern gehört. Das war mein Amsterdam-Vibe, Alter. Echt? Ja. Ja, oh, okay. Also wir haben hier erstmal noch einen kleinen Insider, den aber viele einfach nicht feiern. Ich feiere aber diesen Vibe, den die da übermittelt haben. Und jetzt sind wir aber bei Genetik, fuck Genetik. Ja, Mann, bin ich dabei. Ja, bin Mann, dabei. Diesen Vibe, den die rüberbringen wollten, wie sie es rübergebracht haben. Und die Songs, die da drauf sind, also ich habe den vor ganz langer Zeit gehört und oh mein Gott, Diamant. Mhm. Dieser Song, die Idee, komm da erstmal drauf. Ja. Das ist lyrisch sehr, sehr krass. Also fuck, Genetik ist irgendwie voll untergegangen. Das ist nicht so krass bewertet. Stimmt schon, ja. Ich habe da auch lange gebraucht, aber ich verstehe den Vibe. Immer noch sehr, 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 sehr solides Album. Das muss ich mir aber morgen nochmal in der Arbeit oder wann auch immer. Aha. Reinziehen, weil jetzt habe ich gerade voll Bock drauf bekommen. Ich habe es echt vor langer Zeit, also nicht so lang, aber es ist auch, ein bisschen länger. Auch da ist ja hin. Auch Teen Spirit. Ist doch ja, auch Teen drauf, Spirit, gell? Bro. Shit. Oh, ich muss jetzt schnell schauen. Digga, so. Jordan Belfort, okay. Cash oder Liebe, Fuck Genetik, Tote Präsidenten. Oh shit, stimmt, der ist auch noch drauf. Trill. Oh, Diamant, aha. Zombies, Lucifer, aha. Die kennst du jetzt vielleicht nicht, aber das sind Spicy Tuna ist auch ein krankes Ding. Boah, da sind 2, 3 Ficklieder drauf. Oh, Junge! Das ist, ja. Ficklieder? Ja, Digga, kennst du das nicht? Ja, ich weiß auch. Ey, das ist, ich glaube, wir haben ein Thema für danach gefunden, nachdem ich jetzt das letzte Album noch gefunden habe. Hä, bin ich hier der Einzige, der, okay, das ist schon länger her, dass ich mir so eine Playlist erstellt habe. Okay, ich sag noch ganz kurz Lebendig begraben von Enemy. Oh mein ja, Gott. Das auf die Reaktion habe ich gewartet. Von dem Album ich ey, das ist so underrated. Das ist auch extrem, boah. Lebendig Enemy, begraben, Alter, jeder reinziehen. Ich glaube nicht, Zeit? Immer wenn es regnet, eines der krassesten Lieder, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Ja, also das habe ich komplett vergessen. Ach, Junge, Augen auf, Augen zu. Enemy. 69 Symphonie. Kurt Cobain. Grund, ja, da ist Grund drauf. Kurt Cobain, oh mein Gott. Ich hab dieses Tattoo hier. Das habe ich von ihm damals, weißt okay, du noch? Shit. Ja, zeig's mal in die Kamera. Ich hab hier ein Fragezeichen tätowiert. Und wir haben uns voll Sound dieses Musikvideo von Kurt Cobain angeschaut. Und da lässt er sich das auch tätowieren. Ja, Mann. Jetzt habe ich es verraten. nee, Bro. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weil wir haben uns das Musikvideo davor schon 1000 Mal angeschaut, habe ich zu ihm gesagt, boah, ich weiß, warum er sich das tätowieren lassen hat. Und deswegen bin ich auf das Tattoo gekommen. Mit dieser Bedeutung. Aber die sage ich jetzt nicht, das ist ja wurscht. Da muss ich noch einen kleinen... Seitendings, definitiv nicht eins der besten, aber ein sehr geiles Ding zum. Obwohl, es ist schon sehr gut. Washington Allee von Time Out. Oh ja, Bro. Das Album. Das, ja, das ist eigentlich sehr, sehr stabil. Voll. Oldschool Beats. Ich auch eine Zeit drauf. Ja, ist ein bisschen Alex Sash-like, weil er halt auch mehr auf Flow und gut anhören als auf lyrisch und sowas setzt. Ja, wobei aber, er aber schon lyrisch auch nicht. Ja, machen wir schon, aber es gibt so manche Dinge, da weißt du, das hat er gemacht, damit es sich gut anhört. Ja. Aber das verurteile ich nicht. Das hört vielleicht sich alles gut an. Das ist Musik, das hört sich alles gut trotzdem an. Geil an nee, dann habe ich, glaube ich, meine Alben durch. Was ist mit Alex Sash?
Ist nichts davon. Das habe ich, glaube ich, davor schon gesagt mit den ganzen Alben. Ja, also alles von Nur Etta Da bis Macadam ist auch Klassiker, definitiv. Habe ich immer auch runtergeladen. Nee, bleiben wir bei dem anderen Thema. Außer du willst jetzt noch deine Alben aufzählen. Eigentlich musst du schon deine Alben aufzählen. Okay. Boah. Also ja. Boah, ich gehe ganz klassisch mit, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, meine Empfehlung. Kool Savas war im Raps zu, seine erste EP. Die, also das ist wirklich, das ist mehr Oldschool Deutschrap geht nicht. Weißt du, das ist wirklich Royal Bunker Berlin 2000er Zeit. Ja. Das ist ein absoluter Insider, aber ich liebe diese Musik und das liebe ich an Hip-Hop, dass man sowas machen kann. Ja. Hört sich an. Dann Safers von Hypnotize. Illegalito oder Sinneserweiterung. Illegalito. Das ist, finde ich, sein geilstes. Oder Nachts auf Asphalt. Er hat alle geil. Alle Alben von ihm sind geil. Dieses immer läuft Dauerschleifer bei mir daheim. Mhm. Hypnotize. Was gibt's noch? Was ich sagen muss, was wahrscheinlich nicht gut ankommt, aber Bro, CCN2, Bushido und Babazard ist ein... Ich bin auch am von Boston, bis das geil einfach... Ja, das kommt auch dazu. Bei meiner Playlist. Ey, man kann über Bushido sagen, was man will und wie er sich entwickelt hat. Ja. Aber es ist nun mal Fakt, dass er auch meine Kindheit ein bisschen mitgeprägt hat so mit seiner Musik. Und solange bei Von Boston bist du es geiler in die Beats selber gemacht hat. Ja, Bro. Von mir aus, bitte. Nee, du kannst von mir aus alle Alben noch danach nicht selber geschrieben haben. Aber bitte, hab das geschrieben. Ja. Bitte. Das machst du alles kaputt. Bitte. Es ist schon so kacke gereimt. Da sind schon so schlechte Reime drin und so Zweckkacke. Aber trotzdem, wir sind ja hier gute Musik muss ja nicht immer aus zweiter Hand erst oder aus zweitem Auge beobachtet werden. Gute Musik ist gute Musik, deswegen feiere ich auch diese Alben und ich höre sie mir auch jetzt nochmal noch ein bisschen an. Schon, ich höre von Boston bis das kann dann auch öfter noch, aber es ist halt kein Meisterwerk. Also nein, das nicht, aber es ist ein Jugendalbum von mir auf jeden Fall. Ja, mir ging es jetzt um Alben, die ich jetzt auch immer noch hören würde. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ja, aber doch, das würde ich jetzt auch immer noch ein bisschen. Stimmt schon, aber es ist nicht so. Nicht, wenn ich alleine bin, so. Also, wenn, dann will ich es ab und zu mal irgendwie mit meinem Bro oder so hören, weißt du, mal wieder reinhören auf diesem. Aber öfters. Keine Seltenheit. Und ja, was gibt's noch? OG Kim natürlich. Erklärt sich von selbst. Sido. Da bin ich dir. Sido eigentlich auch alle Alben so. Die, wo ich kenne, Safe. Es gibt zwar auch ein paar, die wo untergegangen sind, aber Sido hat immer seine Zeit. Er war in jedem Hype immer irgendwie dabei und hat das Beste irgendwie draus gemacht, weißt du? Stimmt, ich habe auch noch ein Sido-Album, 30F80. 30F80, Bro, davor. Ja, es ist schon gut, aber ich habe es vor lange nicht gehört. Sido-Album, man muss Sido mögen, seine Musik von Grund auf mögen. Ich und meine Maske, das ich war und meine erste, Maske, gell. Safe, das geilste Album mit Sido. Dem so, wo die Maske der Song. Ja, und das ist geil. Das war ein hammergeiler Beat. Das muss man schon dazu sagen. Ich und meine Maske von Sido. Das gehört bei mir auch noch dazu. Ja. Definitiv. Sonst von Deutsch, mir fällt jetzt sonst keins mehr ein. Alter. Es gibt safe noch das, wo ich mir Enemy, wo wir geredet haben, seine Alben. Das wäre auch fast eine Folge wert, Alter. Eigentlich schon, weil Enemy ist ein Künstler, da weiß man nie so richtig, wo er hin will. Weißt du? Er ist dieser Kanake irgendwie, weißt du? Dann war er da irgendwie dieser abgefuckte Lil Peep auf Deutsch in diesem Album, das wir jetzt, wie heißt es? Lebendig begraben. Voll der andere Vibe. Und dann ist aber wieder dieser studierende Typ, der cool ist und lustige Sachen bringt, weißt du? Aber Enemy ist im Großen und Ganzen wirklich ein extremer Musiker. Also ein extrem intelligenter. Krasser Musiker. Lyriker auch. Lyriker auch. Er ist ein Poet, auch safe. Vor allem Lyriker auch. Ja, safe. Und sonst auch einfach die Klassiker. Also ich bin keiner, der wohl jetzt auch Farid Bang oder so hört, weißt du? Ja, ich bin eher schon immer so dieser Gangster-Rap früher gewesen. Was heißt Gangster-Rap? Nicht dieser Fitness, wo man vor 10 Jahren mal so umgesetzt. Ich weiß es, aber diese Kollege Farid Bang-Zeit, Macho. Drive-By habe ich da gefeiert. Ja, weißt du, diese Dinger...
Es sind zwei, diese, kennst du noch von Farid Bang und Casey Rebel, glaube ich? Kennex in Moskau, Paris und Tokio. Das habe ich auch gefeiert. Das war schon auch gut. Ja, die Zeiten haben schon auch was Gutes mit sich gebracht, aber ich habe mich nie richtig identifizieren können. Nee, das auch nicht, aber da verbinde ich halt auch immer eine Zeit damit, weil ich früher in meiner Gruppe zum Hören, wenn du auf diese Lyrik stehst und auf diese Vergleiche, ja, Mann, dann ist es was Geiles, Alter. Aber ich kann mir das halt nicht reinziehen die ganze Zeit. Und, Nee, das ist bei mir auch so. Das ist auch wieder so ein Ding, das würde ich mal hören, wenn ich mal, warte mal, das gibt's auch noch, weißt du, auf diesen Effekt dann wieder mal anhören, auf die alte Zeit vielleicht kommen. Ja, stimmt schon. Ja, Mann, das sind so meine Alben, die, wo ich jetzt einfach mal so gesagt hätte. Aus dem Stegreif. Wie gesagt, es gibt noch tausende bestimmt mehr, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Ich müsste auch jetzt weiter noch überlegen, außerhalb von meiner Playlist und dem ganzen Scheiß. Aber apropos Playlist. Also, ich bin noch hier jetzt nicht alleine und habe früher damals mit 14, 15 habe ich das schon gemacht, habe ich mir so Songs, die halt in eine Richtung geklungen haben, habe ich mir abgespeichert, wenn ich dann mit meiner damaligen Freundin oder was bin. Ach so, weißt du, ich meine. Ich bin ehrlich, sowas habe ich nie gemacht. Ich habe für alles eine Playlist. Was? Aber für sowas, Digga, da brauche ich doch keine Playlist. So. Weißt du, ich meine, also ich bin mittlerweile, ich auch mittlerweile, ich sag dir ehrlich, mittlerweile was sagt. Was? Egal. Scheißegal. Mittlerweile rettet YouTube Premium Algorithmus schon alles so, wenn es wirklich ist. Wenn man einmal so in die Richtung ein Lied anmacht, dann kommt schon die ganze Zeit in die Richtung. Ja, Mann, das ist so geil, gell? Das ist wirklich sehr gut. Aber früher habe ich das schon aufgemacht, Alter. Fallen dir jetzt so Lieder ein, die du... Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich habe gerade an Sex und der Grund von Shindy gedacht. Oh, fuck! Ey. Weiß nicht, woher das gerade kam, aber das hatte ich gerade im Kopf, keine Ahnung. Ey, ich glaube, ich muss dir leider sagen, dass ich zu denen gehört habe. Also, dass ich zu denen gehört habe, die mal drauf gebumst haben. Auf Sex und der Grund? Ich weiß nicht, okay, mein Glückwunsch, aber... Ja, nee. Voll weird, weißt du, mit was ich kommen wollte? Ich wollte so richtig mit diesen... wo halt der Beat runtergefahren wird, weißt du, diese erotischen Songs, so Weekend-Type-Beat, weißt du, in diese Richtung gibt's viele, mir fallen jetzt zwar viele Namen nicht mehr, aber Sex ohne Grund, Digga, hast du mich kalt erwischt. Weißt du, was mir noch einfällt? Ja? Fick mich für den Steger. Ach, Junge, nee. Okay, das habe ich nicht gemacht. Das wäre zu krass, Digga, what the fuck, also, Alter. Ich verstehe diesen Digga, stell dir den oder? Film vor, sie sagt, mach Fick mich Fensch an. Du fickst sie im Missionar und sie macht die Augen zu. Aua. Boah, oh mein Bitte red Digga, kurz nicht. Wie kommst du da drauf, Alter? Ah, ja, keine Ahnung, ich bin. Hast du schon erlebt, oder? Nein, Bro. CBD hat mich gut entspannt, Alter. Ja, ich komme gerade auf kreative Gedanken. Aber nee, Alter, ich schwöre, so Weekend, ich schwöre, der macht aber auch Fick, also der macht es extra. Der Penner macht es also extra. Also wir sind jetzt quasi bei dir so auf diesen romantischen, du bist eher so der Romantiker. Bro, ich kann nicht auf 160 BPM, Alter. Okay, dann weiß ich jetzt, also, auf welchem Vibe du dich befindest. Bro, kann ich mitreden. Es hat was, weißt du, ich meine? Wenn du mit der Mädchen rummachst, so zu langsamen Songs, die so vielleicht ein bisschen gesungen, einfach mit klassisch. Ich habe auch schon mal Klassik angemacht. Frank Sinatra. Ist nicht mal so lang her. Okay. Frank Sinatra, Alter, und rummachen und diesen Vibe fühlen. Also, man macht den nicht rum, um den Vibe zu fühlen, aber wenn es zum Hintergrund läuft, weißt du, und du einfach random mit jemand rummachst. Okay. Ja, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht in dieser Szene drin. Aber, keine Ahnung, aber, Alter. Also, trotzdem, Bro. Es ist halt weird, weil es gab für mich zu oft schon diesen Moment, wo man Fernseher angehabt hat,
dann irgendeine Scheiße lief, weißt du? So ein Film, ja, also ich, Klassiker ist der Film, weißt du, der Film, der nebenbei läuft, aber ich glaube, das kann man manchmal einfach nicht verhindern. Aber so, wenn ich mir aussuchen könnte und ich weiß jetzt, okay, wir sind jetzt entspannter, weißt du, ich meine, jetzt chillen wir eher so, anstatt dass wir reden oder irgendwas anderes machen, weißt du, dann mache ich halt entspannte Musik an. Okay, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass ich da gar nicht so an Musik denke. Oder, ja, also, schon, oder es kommt höre, auf den Tag an und es kommt auf die Situation natürlich an, aber... Ja, ich meine, wenn ich gerade hier, ja, dann und Musik läuft, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich... Du hast, warte mal. Du wirst mir sagen, du hast noch nie zu Musik gefickt. Ich glaube nicht, ja. Und wenn, dann weiß ich es nicht mehr, weil wie gesagt, da höre ich nicht drauf, wenn ich... Ich will jetzt nicht hier drüber reden. Bin ich der Behinderte? Ich will jetzt nicht meinen Vibe erklären, wenn ich bumse oder so, aber ich will es jetzt auch gerne mal abschließen. Wenn ich Geschlechtsverkehr habe, dann höre ich keine Musik. Naja, aber es wenn, ist jetzt nicht essentiell. Musik, dann, also es läuft, es ist schon Musik gelaufen, ja, aber war es mir scheißegal. Da habe ich einmal mal gehört, ja, jetzt ist gerade Red Hot Chili Peppers da, weißt du, und dann habe ich wieder 5 Minuten weggehört und dann, jetzt ist gerade Sio da oder so, war halt da lustig, weißt du, wie ich meine? Ja, schon. Und glaube ich kein Vibe dafür. Ja, da klar. Bin ich glaube woanders beschäftigt, weißt du, wie ich meine? Machen wir mal einen Punkt jetzt. Keine Lust mehr, den Scheiß zu reden. warum so, wie heißt das? Verschlossen. Ja, was, Alter, was weiß ich, wer das sich das hier anschaut. Bis jetzt immer 100 Leute, danke dafür. Gell? Nee. Ja, gut, wenn du das abschließen willst, ich zeig dich zunächst, Bruder. Ja, Mann. Es ist ja auch, also mir ist nicht peinlich, aber ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Was bei mir weißt läuft, nicht, mich interessiert das, ob das jemanden interessiert. Hallo? Ich bin doch jetzt selbst nicht der Einzige, der einfach so eine Playlist erstellt hat, oder? Ich frage mich die ganze Zeit, wer der Blöde ist. Er, der noch nie. Nein, keiner ist der Blöde. Wir haben nur unterschiedliche Vorangehensweisen, wenn es um den Akt des Geschehens dann geht. Nee, das jetzt stellst du mich auch falsch an. So, jetzt fertig, Alter. Das war der Scheiß. Oh Mann. Es gab einfach nur mal die Situation, wo ich... Okay, nein, wir hören auf. Wir hören auf. Okay. Sollen wir ganz kurz hier einen Cut machen? Ich hole kurz Zigaretten. Ja, hol mal Zigaretten für dich. So, wir sind wieder da. Wir haben Nachschub geholt. Der Kevin hat eine Zigarette. Ich baue nochmal einen CBD-Joint auf. Im Endeffekt... will ich mal mit was reinkommen, wo du jetzt nicht damit rechnest. Wir haben jetzt nichts abgesprochen. Aber ich habe eine neue Sache für mich gefunden. Beziehungsweise ich kann noch gar nicht so viel drüber reden, weil ich es noch gar nicht bekommen habe. Aber ich habe HelloFresh ausprobiert. Keine Werbung und so. Aber ich schwör's dir, ich habe das auch schon im Podcast gesagt, ich habe echt dieses verfickte Problem mit dem Essen. Ja. Ich habe unregelmäßige Essenszeiten. Ich habe keine Lust, Essen zu machen. Meistens oder lange in der Küche zu stehen. Und das schränkt mich einfach ein. Mhm. Weil ich da halt einfach wieder nur Kacke kaufe. Weißt du, ich meine, viel zu viel Geld ausgebe im ersten Punkt. Also ich, Lieferservice. Ja. Also auch wenn du dann drauf schaust, dass du halt nicht immer jedes Mal richtige Kacke isst, weißt du, McDonald's oder was weiß ich. Boah, den Mackie bin ich sowieso komplett raus, Alter. Ja, manchmal, Bro. Hilft's nicht. Nee, also ich bin keine ehrlich, Ahnung. Es man ist braucht, bin ich dir ganz ehrlich, und das habe ich dir auch schon öfters gesagt, man braucht, wenn es ums Essen geht, in unserem Alter vor allem, extreme Disziplin, Alter. Ja. Und ich bin dir ehrlich, ich nehme mir die Zeit und mach mir eigentlich jeden Tag was zu essen. Okay. Also ich bin halt wirklich daheim, ich habe einen extremen Nudelvorrat. Mhm. Also ich und meine Mom, wir lieben Pasta, weißt du? Ja. Alter, wir haben italienische Wurzeln, weißt du? Ich meine, das ist schon bei uns irgendwie. Und ich mache mir gefühlt jeden Tag in der Früh Eier, Rühreier oder Spiegeleier. Ich koche eigentlich sehr viel zu Hause, wo ich auch stolz drauf bin, dass ich mir dann nicht so viel Scheiße im Endeffekt reinballer, weißt du? Ja. Ich bin allgemein jemand, der wo
Alter, Essen ist extrem wichtig, weißt du? Ich habe seit mittlerweile 3 Monaten kein Mäcki mehr gegessen und davor habe ich auch nur ganz wenig immer gegessen. Weil es einfach wichtig ist, Bro. Vor allem auch in unserem Alter. Ja, schon. Definitiv ist es auch. Und ja, wie gesagt, ich stehe jetzt nicht hier und sage, dass ich mich wieder beschwere oder so ein Scheiß. Ich will ja nein, auf gar keinen Fall. Nee. Wir waren ja auch bei HelloFresh. Ja, voll. Wie gesagt, ist keine Werbung, aber ich habe einfach viel schon drüber gehört. Und das Prinzip von, naja, ich weiß es nicht, es ist Fertigessen. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen damit mehr befassen sollen, aber irgendwie muss es ja Fertigessen sein. Also das ist ja zum Ausprobieren jetzt, oder? Oder bist ja, du nee, du kannst deine normalerweise immer kündigen. Also du hast kein Abo-Dings abgeschlossen? Ja, es ist ein Abo. Es ist ein Abo, aber du kannst es immer kündigen. Ah, okay, passt. Aber ja, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich habe halt viel schon Gutes drüber gehört. Und mir ging es halt auch um diese, also wie lange es dauert, um das herzurichten und alles. Mhm. Und da habe ich extra relativ schnelle Gerichte hergenommen, aber auch wirklich gesunde und sattmachende. Wie läuft es dann ab? Kriegst du dann, kommt es im Pulver? Das weiß ich nicht. Weil ich kenne nämlich so Sachen, dass die halt in der Tüte kommen, du musst weißes Wasser drauf schütten, weißt du, ich meine? Ja, aber so da steht schon mit Vorbereitungszeit 15 Minuten, da gibt es manche mit 40 Minuten. Okay. Also so diese Fertigterrinen-Dings so aufschütten, ist es safe nicht. Ach so, nicht? Okay. Nee, weil es dauert ja dann bloß 5 Minuten. Ja, okay, oder so. Hast du recht. Ja. Nee, also da zum Beispiel Avocado-Salat mit Gurke oder sowas, weißt du? Mhm. Sowas. Was ich halt einfach sehr interessant finde, ist, wenn ich einkaufen gehe, ist es so, okay, ich will da wieder das Gericht machen, dann will ich das und das und das und das ist gesund. Mhm. Aber dann ist das Problem, dass ich dann manchmal keine Zeit finde, weißt du, ich meine, das zu machen. Mhm. Mir das vorgenommen habe und nie mache, vielleicht fehlt eine Zutat, dann muss ich wieder einkaufen und sowas, dann bleibt es liegen. Manchmal verfault es oder sowas, einfach weil ich es dann nicht mehr mache, weißt du. Und da kommt halt, würde man das voll in die Karten spielen, dass ich mir jetzt nicht eine Packung Linsen nach Hause tue, die ich vielleicht dann einmal esse und dann in einem Monat wieder, weißt du, ich meine, sondern jetzt mal einen Tag praktisch diese Linsen-Dings habe, die nicht extra kaufen muss, genau portioniert habe. Mhm. Und beim nächsten Mal wieder abwechslungsreich was anderes haben kann. Weißt du, das triggert, also nicht, warum soll ich die ganze Zeit triggern, aber das reizt mich sehr. Mhm. Weil das wird mir sehr helfen. Da bin ich dir ehrlich, da bin ich aber auch ganz anders wie du. Ich bin jemand, ich habe immer zu meiner Mom gesagt, oder das ist allgemein so ein Thema bei uns zu Hause, ich und mein Bruder haben da auch schon viel drüber geredet, dass bei uns, wenn meine Eltern einkaufen gehen, immer wegen der Inflation anscheinend, nichts zu Hause ist, weshalb wir uns dann immer was bestellen oder von draußen holen, weißt du? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das kann doch nicht sein, dass nie etwas zu Hause ist, aber wir haben halt, was wir immer daheim haben, sind halt wie gesagt Nudeln und so weiter und Käse und so Sachen. Okay. Und da fällt mir jetzt gerade ein, an meinem Geburtstag, da hat ein Kumpel übernachtet und dann ist am nächsten Tag Etichi gekommen in der Früh. Und dann habe ich für alle Eier gemacht, Omelette, weißt du, und habe alles zusammengeschmissen, was ich im Kühlschrank gefunden habe. Und es hat höchstens 10 Minuten, also es hat 10 Minuten sowas gedauert, weißt du, voll die geilen Sachen gehabt. Ja. Dann habe ich sogar noch Mittag was gemacht, und zwar Mac and Cheese, Alter, wo ich gesagt habe, ich habe Käsesoße gemacht und mit Macaroni, weißt du. Ja. Alter, ich habe halt alles dann zusammen, wo ich mir gedacht habe, Digga, man kann trotzdem geile Sachen machen mit einfachen Sachen, mal, die man daheim hat. Weißt du? Aber und jeder Haushalt hat diese Standardsachen daheim, safe, wo man geile Sachen machen kann. Du sagst ja gerade was, wie Mac and Cheese. Du redest jetzt gerade von allen Sachen zusammengeworfen, so wie Käse und diese Wurst wahrscheinlich und die ganzen Sachen. Oder Eier hat man viel zu Hause, weißt du? Ja, genau. Klar kann ich das auch machen, aber da reden wir dann schon wieder von manchen Sachen, die einfach ungesund sind, weißt du, ich meine, du laufst trotzdem, schneller Gefahr wieder. Schau, mir geht es darum, ich habe 2 oder 3 richtig geile Salate, wo ich wirklich satt werde davon, bestellt, die schnell zu machen sind, wo ich einfach diese gesunden Sachen habe, wo ich sonst ausgebe. Ich habe einen Rap. Ich habe irgendwelche Raps, irgendwie sowas, weißt du, so, dann habe ich noch irgendwas mit Hähnchenbrust, also ja, einfach, ich bin gespannt, ich hoffe, das wird echt gut, weil das wird mir echt die Eier retten, Alter. Ja, sowas ist, also wenn es funktioniert, Digga, perfekt, oder? Mhm. Dann ist alles. Auf jeden Fall.
Ja, das ist mir jetzt einfach mal so eingefallen. Das läuft jetzt bei mir so zumindest ab in nächster Zeit. Mhm. Na dann viel Glück dabei. Ja, schon, schon. Hoffentlich jetzt. Es regt mich auf, die ganze Zeit Geld auszugeben. Also musst du ja irgendwie fürs Essen, aber ja, ich meine, auf diesen Maßen und denkst, wie ich das mache. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal die langsam, Folge. Oder? Ja. Haben wir, glaube ich, schon eine gute Stunde, oder? Ja, haben wir. Knapp. Na gut, dann. Okay. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Um es abzurunden, bester Song von Mann beißt Hund, damit wir noch einen Song der Woche haben. Stimmt, quasi. Jetzt hätten wir es fast vergessen. Bester Song von Mann beißt Hund, ganz schnell. Gibt's nicht, kann ich nicht überlegen. Nein, wir machen das jetzt noch richtig. Wir machen jetzt hier richtig. Film und Dings der Woche. Ich habe auch schon wieder neue und sowas. Mach. Okay, muss ich ganz kurz schauen. Okay, ja, ich weiß schon einen. Okay, erzähl. Ich sag, du bist mein von Maka und Dardan. Okay. Sehr viel gehört in letzter Zeit. Ja, Mann, der ist schon sehr, sehr geil. Der ist wirklich cool. Einen Film, muss ich ehrlich sagen, habe ich, glaube ich, die Woche gar keinen. Oder jetzt heute keinen. Okay. Also, ich bin gerade am Wanken. Ich nehme jetzt einfach mal zwei, weil ich die zurzeit oft höre und sonst einfach nicht erwähnen würde. Das ist Keisha und Becky. Dieser krasse Remix davon. Warte, ich kann ja abspielen ein bisschen. Very sexy Keisha Becky. Pull up, and dump off. Kiss up your waist and jump off. Free up that number. Oh my god. Look at the bomber. Und Blumenbouquet von Kolja Goldstein. Das läuft bei mir auch wieder die ganze Zeit. Kolja, Alter. Kolja. Ich weiß gar nicht, was für ein Bouquet. Genau, das sind meine Songs. Nehme ich jetzt halt einfach mal zwei, aber die höre ich zur Zeit, sind bei mir in der letzten Zeit, die letzten Tage seit dem letzten Podcast sehr oft gelaufen. Und vom Film, boah, ich will jetzt nichts sagen, deswegen werde ich mir jetzt kurz noch was überlegen. Und dann nehme ich einfach Lion. Ich mache es ganz einfach, schaut euch Lion an, okay. Ich habe ihn ja gesehen. Und das ist ganz ein eigenständiger Film. Das ist, der Regisseur hat sich da sehr viel Gedanken dabei gemacht. Ist auch schwarz-weiß, gell? Schwarz-weiß, das ist sehr stilbelassen. Mhm. Also, ja, einfach für, muss man angeschaut haben. Wer vor allem auch Boys in the Hood und sowas feiert, der wird da. Oder Menace to Society, diese bisschen politikkritischeren Hood-Filme. Deeper Straßenfilme, ich glaube, das beschreibt es am besten. Mhm. Also die Filme und Songs auf jeden Fall abchecken. Wer es nicht kennt, wer es nicht weiß, wer es nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Schaut es nicht an. Auf jeden Fall. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Yes, ciao. Digga, ich muss so kacken.